unbedingt. Nee, nee, nee. Das ist dann Stahl 1.2. Stahl 1.2. Da brauchen wir auch gar nicht mehr so viel. Dann brauchen wir vielleicht nur. Sagt mir nicht, das wartet nichts mehr. Oh, Scheiße. Nur weil wir eine neue fucking Linie gemacht haben. Geile Sache. Und dann bauen wir jetzt einfach mal hier diesen schönen Rennen mit der Frachtgearbox. Ja, die muss nicht unbedingt so schnell sein. Fangen wir so drei Rungenwagen hinten ran. Und das war's. Und den weisen wir jetzt Linie 1.1 zu. Und da machen wir noch mal eine kleine Mitfahrt. Würde ich sagen. Ich finde, sieht ja zumindest so vom Bildchen her, so vom Thumbnail, sieht sie ja schon echt ziemlich geil aus. Muss ich schon. Weil ich finde, wir brauchen mal ein paar SNCFC-Rollen. Wenn wir schon Frankreich-Map haben, brauchen wir noch SNCF. Ist doch klar, oder? Zwar noch ohne Stahl und so, aber. Oh. Ist auch ein schöner Sound. Keine besondere lange Strecke, deswegen können wir auch einfach nur jetzt mal gucken, ob dann mittlerweile schon Stahl am Bahnhof wartet. So viel Zeit kann ja noch. So viel Zeit können wir uns noch so gerade entbehren. Ach schön, vergiss nicht da. Da wartet selbstverständlich auch nichts, weil wir da ja nur was hinbringen. In die Stadt rein. Aber doch in die Stadt rein, oder? Weil ich sehe jetzt gerade. Ah ne, Stahl brauchen wir ja für was anderes. Ich weiß schon gar nicht mehr, was schon so lange her. Aber gefällt mir so. Auf dem Sound her. Jetzt hier ein bisschen hin und her. Schönen beschrankten Bahnübergang. Den gibt es ja auch noch bei uns. Okay. Das war eine interessante Vollbremsung oder Notbremsung, warum auch immer. Aber wie wir sehen, da wartet ja schon Stahl. Hervorragend. Dann kommen wir auch raus und alles läuft hier ja so. 39 schon rein. Sollte, würde ich sagen, immer so einen guten Flow geben. Boah, der wird sich noch ergeben. Der wird sich noch ergeben. Hervorragend. Jetzt speichern und es sieht aus, als ob was Neues zu bekommen. Ne, gar nicht. Zug 7 sollte errechnet werden, genau. Na, ob das wirklich so ist, weiß man nicht, kann man ja nicht ganz immer so gut vertrauen.